Wie lautet der erste Begriff, die erste Kategorie? So, das sehen wir gleich. Gino fängt an. Ich fange an. Lies den ersten Begriff vor. Aber warte mal, ich wähle ja erstmal eins aus, ne, was lustig ist. Ja, aber eigentlich ein bisschen. Ja, okay. Da stehen mehrere. Ich sag jetzt schon, ich nehme Nummer 7. Sag ich jetzt schon. Ist Emil eine Zeitschicht, nur mehr. So. Oh, du bist ja ein Schwein. Sag jetzt. Okay, ich nehme Nummer 4. Pizza-Zutaten. Zeit läuft. Oh, fuck. nein, das ist gefesselt. Was soll ich denn noch? Stopp. Ah, okay. Letztes Mal haben wir aufgeschrieben. Ich hab 19. Okay, Gino. Okay. Ich sag mal so. Oregano. Oh, hab ich auch. Hefe. Was? Alter. Hefe, nein. Hefe ist Zutat für den Teig, nicht für die Pizza. Was? Das ist doch, aber es gehört doch zur Pizza. Nee. Zum Pizzateig. Ja, dann kannst du auch sagen, Wasserstoffatom. Ja. Wasser. Wo fängst du denn an? Wenn man eine Pizza macht, dann muss man ja erstmal einen Teig machen. Also Gino, es geht ja auch darum, wenn du anrufst beim Pizzalieferdienst und er sagt, welche Zutaten hätten sie gerne. Hat dann jemals ein Mensch gesagt, ich hätte gerne Hefe? Aber Zutat für eine Pizza, wenn wir ehrlich sind, ist tatsächlich jede Zutat, wenn man eine Pizza machen möchte. Es steht nicht Internet. Also es steht ja nicht bei Belag. Ja, es steht nicht Pizza-Belag. Ganz kurz, es ist doch eigentlich für uns gut, wenn er jetzt Hefe wegstreicht. Warum diskutieren wir eigentlich? Ja, streich ruhig Hefe. Sehr gut gemacht. Hast du ganz prima gemacht. Hefe passt. Ist egal. Hefe ist perfekt. Ich finde Hefe Artischocken. Ja, mach weiter. Sardelle. Ja, ist in Ordnung. Pommes. No. Es geht Pizza mit Pommes. Es geht Pizza mit Pommes. Ja, Pizza mit Pizza Snickers. Mit Nutella oder was? Nein, das kannst du. Nein, wenn wir jetzt bei einer Pizzaservice anrufen, Pizza mit Pommes ist dabei. Ich gebe hier Pizza ein. Pizza und guck, was das erste ist, was er mir anzeigt. Hier, das ist der erste, der an. Zack. So. Wir haben die Frage folgendes: Wir spielen gerade ein Spiel und die Frage ist, gilt Pommes bei Ihnen als Pizzazutat? Nein. Aber wenn ich jetzt eine Pizza mit Pommes bestellen würde, könnten Sie die dann liefern? Okay, das war's. Ah, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Habt ihr gehört? Wir haben nur Bratkartoffeln. Gut. Ja, gut, dann kann ich Spaghetti auch vergessen. Gut. Fickt euch.